Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Kimmich. Eriksen. Goretzka. Jetzt Kroos. Kroos lässt sich nicht aufhalten. Sané. Da kommt der Pass. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Kimmich führt aus. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Süle. Das könnte gefährlich werden. Lewandowski. Eriksen. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Fans sind da. Sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Groß. Da muss er flanken. Coman. Schöner Einsatz hier jetzt auf Außen. Eriksen. Alaba jetzt am Ball. Süle. Goretzka. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Süle. Und jetzt Toni Kroos. Goretzka. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Goretzka. Jetzt geht der Gegner dazwischen und hat den Ball. Und da haben wir ihn, den kommenden Gegner von Hannover 96. Ja, es geht gegen den FC Schalke 04 im nächsten Spiel. Es geht dann um das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League. Eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit. Felix Klaus. Bisschen zu weit dieser Ball. Groß. Kimmich. Und jetzt Toni Kroos. Goretzka. Ganz energisch. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Komm an. Hereingabe jetzt. Chance vielleicht. Abwehr ist da. Alaba. Na, zu lang. Goretzka. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Wir hatten gesehen, dass klar mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Und daraus ergeben sich auch immer wieder Chancen. Also wenn sie so weitermachen, dann packen sie einen Ausgleich. Ballverlust.
Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Lewandowski. Sieht gut aus, Lewandowski. Ganz stark abgeblockt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Kimmich! Der Schuss war gefährlich. Sané! Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Und Thiago. David Alaba jetzt. Goretzka. Setzt sich da schön durch. Coman. Leroy Sané hat den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Das ist noch gefährlich. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Und Thiago. Bayern mit viel Druck. Die Fans hoffen auf die Wende. Toni Kroos. Kroos lässt sich nicht aufhalten. Das könnte es sein. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel. Oh, macht er den abgezockt, Gucci. Ja, er passt da klasse auf und geht dann genau im richtigen Moment hin. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Und jetzt kommen zwei neue Spieler aufs Feld. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Rani Khedira. Korb. Goretzka, Toni Kroos. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Goretzka und Thiago. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Kroos am Ball. Coman. Kroos. Thiago! Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Die Fans sind nicht zufrieden, aber ich kann die Spieler natürlich verstehen. Die haben es hier halt einfach nicht mehr eilig. Es ist nicht wirklich schön, aber man kann es ihnen nicht verübeln. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Alaba. Goretzka. Kroos. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sané. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Kroos lauert. Thiago. Könnte die Führung werden. Starke Parade.
Kroos mit der Hereingabe. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Kimmich. Und Thiago. Thiago mit viel Druck nach vorne. Goretzka. Schöne Aktion. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Fängt diesen Ball ab. Und da kommt er an den Ball. Pass auf außen. Er lässt sich Zeit, noch sind die Mitspieler nicht da. Thiago mit viel Druck nach vorne. Schirmt den Ball da super ab. Jetzt haben sie den Ball wieder. Groß. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das wird wohl ein Ball für den Torwart. Alaba. Goretzka. Alaba. Thiago. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Sieht gut aus, Lewandowski. Und jetzt Thiago. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Nun Boateng. Thiago. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Waldemar Anton. Ja, könnte was werden. So, Platz für die Flanke. Ball kommt weit. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Coman. Groß. Jetzt die Bayern im Angriff. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Chance für Groß. Super Timing, klasse Tor!
fast gehalten. Der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Jetzt liegen die Bayern vorne. Gieselmann. Khedira. Waldemar Anton. Noah Joel Saren Renbase. Korb. Sané und Thiago. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Knapper Vorsprung, kurz vor Spielende, Buschi. Deine Einschätzung, was können wir von diesen letzten Schlussminuten erwarten? Die Bayern wollen diesen Sieg nicht mehr hergeben. Das ist unübersehbar. Sie ackern, sie kämpfen, sie halten dagegen. Also das wird eine nervenaufreibende Schlussphase. Eine spannende. Noch sind die Bayern nicht durch. Da kommt der Schuss. Da macht Alaba gut zu. Jetzt der Eckball. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Niklas Füllkrug. Gute Aktion. Klasse Aktion. Kimmich. Coman. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Khedira. Leitner. Schöner Pass. Ball kommt flach. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Thiago. Süle. Groß. Den Ball spielt er raus. Goretzka. Sané. Thiago. Thiago mit viel Druck nach vorne. Füllkrug. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Was macht er draus? Oh, das könnte was werden. Der muss doch drin sein. Stark gemacht. Und jetzt gibt's Ecke. Die Ecke kommt rein. Und jetzt gibt es eine Ecke. So, Ecke kommt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Müller.
Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da passt er super auf und hat den Ball. Jetzt Groß. Thiago jetzt. Groß. Lewandowski. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Und den spielt er gleich wieder zurück. Thiago jetzt. Coman. Jetzt Robert Lewandowski. Geht nicht rein. War das knapp. Was für eine Chance, was für ein Pech. Das wäre ein Riesentor gewesen. Sané, Goretzka. Die Bayern über die Seite jetzt. Leroy Sané. Goretzka. Ball zurück zu Sané. Bringt alles Zeit, ganz klar. Da kommt die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Kimmich. Thiago. Ein guter Doppelpass. Groß mit dem Zuspiel, aber wird abgefangen. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Groß am Ball. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt Thiago Alcantara. Thiago Alcantara! Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Auf Außen ist Platz. Schaffen Sie noch den Ausgleich. Sie bekommen noch eine Ecke. Ecke kommt in den 16er. Und kurz vor Ende hier nochmal eine wichtige Aktion vom Keeper. Ach, auf jeden Fall, Wolf. Damit könnte er hier den Sieg für sie festgehalten haben. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Coman. Thiago. Kimmich. Sie bieten sich an. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da passt er auf und hat den Ball. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Und das ist der Ballverlust. So, jetzt muss was passieren. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Oh. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Nachspielzeit angezeigt. Es gibt 5 Minuten drauf. Das Ding. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich, weiß nicht.
Oh, der Brodel, der Koch, da holen sie so eine schöne Chance raus und vergeben sie kläglich. Unfassbar. Thiago, Sané. Jetzt der Vorstoß. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Groß. Sané. Schirmt den Ball gut ab. Goretzka. Sané. Da ist die Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, da ist Lewandowski. Und damit sind sie am Ball. Schönes Zuspiel. Was macht er draus? Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Jetzt der Schuss. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Leonardo Bittencourt. Füllkrug. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt noch mal Ecke. Wird das noch was? Ecke kommt in den 16er. Die Möglichkeit zu flanken. Kurze Flanke. Neuer Held war noch im Spiel. Das Spiel ist vorbei. Der Schlusspfiff ist ertönt. Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr, wie der Erfolg zustande kam. Ja, und deswegen werden sie auch ganz schnell einen Haken an dieses Spiel machen. Kurz freuen ist okay. Und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie.